Ja, Tiranitai, wir Los, wollen uns noch mal. mal die neuen Arten von Intelligenz anschauen. Wir hatten vor ein paar Tagen hatten wir eine Passage, wo wir darüber diskutiert hatten. Ja, wie ist das jetzt? Manchmal hören wir auch, ab und zu gibt es in Schiller Prabhupads Erläuterung mal so eine Aussage, dass Frauen weniger intelligent sind. Und das ist natürlich für den modernen Menschen im 21. Jahrhundert etwas schwierig. Aber wenn wir uns die Sache genauer anschauen, und auch hier in dieser Geschichte wird es auch deutlich, dass zum Beispiel hier Draupadi sehr intelligente Argumente eigentlich dann auch hervorgebracht hat, aber mehr aus einer Position des Mitgefühls und wurde dann sogar von Krishna bestätigt. Also Krishna war dann sogar mit ihrer Argumentation einverstanden, nachdem auch Yudhishthir damit einverstanden war. Der Sohn Dharmarajas wird hier besonders hervorgehoben von Sridhaswami. Also wir sehen, dass Draupadi zwar mehr so gefühlsmäßig an die Sache herangegangen ist, aber trotzdem dann auch ganz handfeste, ja, man kann sagen, intelligente Argumente hervorgebracht hat. Und da sind wir zu der Schlussfolgerung gekommen, dass die Intelligenz, die weibliche Intelligenz eben oft ein bisschen anders aussieht als die männliche Intelligenz. Und wurden wir dann auf einen Artikel verwiesen, wo sogar beschrieben wird, dass es sogar 9 Arten von Intelligenz gibt. Und die wollen wir uns heute einfach mal anschauen. Und zwar hat ein Devotee namens Rajesh Tanayadasa aus Ahmedabad in Indien darüber sich mal genauer informiert. Da scheint es wohl einen Wissenschaftler gegeben zu haben, einen sogenannten Howard Gardner, der im Jahre 1983 da schon verschiedene Arten von Intelligenz definiert hat. Und ja, wir können ja mal kurz diese Arten von Intelligenz mal durchgehen, und dann haben die Devotis da noch etwas hinzugefügt. Also er spricht hier von 7 verschiedenen Arten von Intelligenz, und zwar einmal die linguistische Intelligenz, nämlich die Fähigkeit zu sprechen und also mit Sprache umzugehen oder auch schriftlich Sprache zu verstehen. Tiranitai, hast du da vielleicht den ein oder anderen Gedanken dazu? Ja, auf jeden Fall. Also diese Grundlage basiert auch die Methode, nach der ich Geige unterrichte, nämlich diese Talent Education oder Mother Tongue Method. Also das ist sehr interessant, dieser Prozess, Sprache zu lernen oder Muttersprache zu lernen. Man Das sieht stimmt. Das auch. ist eine Fähigkeit, also wie es hier steht auch, Ability. Also wir können sprechen von einer Fähigkeit. Also man sieht das auch, ich habe das in der Schule auch schon irgendwann gemerkt, es gibt die Schüler, denen fällt es leicht, Sprachen zu lernen. Die können Französisch, dann Spanisch, und es kann gar nicht genug Sprachen geben und sie lernen die. Und dann gab es welche, denen fiel das ganz schwer, aber die konnten zum Beispiel so Naturwissenschaften, die haben sich da angemeldet, so Mathematik, Physik, Chemie, solche Sachen, und waren da Das ist, irgendwie. die Methode war falsch, weil jedes Kind lernt eigene Muttersprache. Das heißt, jedes Kind hat diese Fähigkeit, Sprachen zu lernen. Nur dann war die Methode falsch für die Fremdsprachen. Okay. Verstehe, verstehe. Ja, dann haben wir hier noch die, er nennt sie, ich sag's mal erst auf Englisch, da müssen wir das irgendwie mal übersetzen. Bodily Kinesthetic
capacity to manipulate objects and use a variety of physical skills. Also ich würde das so deuten, dass es so unsere Motorik, wie wir ja einfach mit unserem Körper, zum Beispiel ein Fußballspieler, wenn er den Ball annimmt, so mit der Brust und dann einen Fallrückzieher macht und das Ding landet dann tatsächlich im Netz. Das muss man ja auch erstmal verstehen, wie das alles funktioniert. Wie würdest du das definieren? Ja, definitiv. Also wir sprechen auch von dieser Sensormotorik und die kann man dann auch entwickeln. Und deswegen gibt es diese kinästhetischen Übungen, mit denen man es fordern kann und so. Okay, also das auch, das ist eine Intelligenz. Dann haben wir die dritte Art nach Howard Gardner, die interpersonale Intelligenz, nämlich die Fähigkeit, andere zu verstehen, also andere Menschen zu verstehen und mit anderen zu kommunizieren. Kann man so sagen, ne? Ja, also natürlich, vor ein paar Jahrzehnten war emotionale Intelligenz in aller Munde. Es wurden sehr viele Bücher darüber geschrieben. Deswegen wundere ich mich, dass hier nichts von der emotionalen Intelligenz steht. Weil das würde unter diese emotionale Intelligenz fallen, Punkt 3, 4. Okay. Also es gibt ja auch Menschen, die sehr schnell irgendwie so verstehen, was dein Problem ist. Die gucken dich an, du sagst zwei Sätze und dann haben sie schon verstanden, ah, dein Problem ist, dass du Streit hattest mit deiner Frau oder dass du mit irgendetwas nicht klargekommen bist oder so. Und die können das sofort irgendwie erfassen, mögen vielleicht nicht mal lesen und schreiben können, aber können einfach an deinem Gesicht, an deinen Worten, an deinen Gestiken können sie verstehen, ah, das ist mit dir los, ne? Da ist dein Problem. Wir sind mehr feinfühlig, genau. Mhm. Sinnescharf wird das sicherlich besser erklären können. Ich kann mir gut vorstellen, Menschen mit Aszendent in Waage, also in der vedischen Astrologie, sind sicherlich ein bisschen feinfühliger für solche Sachen. Also diese Intelligenz wird interpersönlich genannt, interpersonal, also zwischen Personen, wie international, also die Beziehung zwischen Nationen. Und die vierte Art ist intrapersonal, also da geht es nach innen. Da versteht man sich selbst als Person. Ich sage es mal auf Deutsch, capacity to understand oneself and one's thoughts and feelings and to use such knowledge in planning and directing one's life. Also mit anderen Worten, die Kapazität, sich selbst zu verstehen, die eigenen Gedanken und Gefühle zu begreifen, einzuordnen und dann mit diesem Wissen die Fähigkeit zu haben, sein eigenes Leben, ja, sagen wir es mal, auf die Reihe zu bekommen und in eine richtige Richtung zu lenken. Auch also, wichtig, natürlich. Auch wichtig. Also es gibt ja so Menschen, wo du dich fragst, ich habe hier so jemanden in der Nachbarschaft, das geht dann schnell in Richtung Alkoholismus. Die greifen dann schnell zur Flasche oder zur Bierdose und den erklärst du dann vielleicht sogar, Mensch, du müsstest damit aufhören, such doch mal eine richtige Lösung. Aber es gibt Menschen, denen das sehr schwer fällt, sich selber überhaupt, also mit den eigenen Gefühlen und Gedanken so zurechtzukommen und dann oftmals fehlt ihnen dann so das nötige Fundament, einfach ein vernünftiges Leben zu führen. Ja. Dann schauen wir, die fünfte Art nennt sich Spatial auf Englisch. Wie würde man das aussprechen? Spatial. Ja.
Das ist die Fähigkeit, in drei Dimensionen zu denken. Also so eine Art Orientierungsgeist. Kann man das so bezeichnen? Hier wird es nochmal in dieser Karte genannt: Seeing and mapping the world in 3D. Also die Welt zu begreifen, wie sie auch auf Karten aussieht, auf einer Landkarte Ich glaube, oder. Paramshriya, das könnte man räumliche Intelligenz, den Begriff kenne ich zumindest. Vielleicht ist das damit gemeint, was denkst du? Ja, weil eine Karte ist nicht 3D unbedingt, sondern eher 2D. Aber ich kann mir gut vorstellen, zum Beispiel die Kampfkünstler oder die Sportler wieder. Also die müssen das auch dann irgendwie entwickelt haben. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, ich ein bisschen was von dieser Intelligenz habe ich. Mir war das immer total wichtig, zu wissen, wo befinde ich mich. Und dann habe ich schon als Kind habe ich meine Straße gemalt und dann die Parallelstraßen und plötzlich entstand so eine Karte von oben. Ich wusste dann, da ist die Schule, da ist die Post. Das war mir immer sehr wichtig, auch wenn ich irgendwo im Urlaub dann war mit meinen Eltern. Ich musste sofort verstehen, wo ist welche Straße, wo ist der Wald, wie komme ich dahin? Keine Ahnung. Ich denke jetzt auch an einen Bildhauer. Der muss das auch in hohem Maße haben. Wow, guter Punkt. Oder man sagt manchmal, dass Frauen Schwierigkeiten haben, einen Wagen einzuparken. Kann sein, dass da Männer, also der männliche Körper, ein bisschen stärker ist in dieser Orientierungsintelligenz. Und man sagt auch, dass Frauen mehr so diese kommunikative Intelligenz haben. Also in der Regel, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber oft sieht man das so, wenn man in Behörden kommt, dann sitzt man dann vor einer Frau und die erklärt einem dann das alles. Da müssen sie erst das machen und das. Oder auch Ärztin. Eine Ärztin kann das oft sehr gut. So dieses etwas feinfühligere, dieses kommunikative. Paramshriya, eine wichtige Sache, die mir gleich eingefallen ist, wo du dann erwähnt hast, die Frauen wären weniger intelligent. Man muss immer dann schauen, was noch danach kommt. Also es werden nicht nur die Frauen erwähnt. Ich weiß nicht, ob ihr das diskutiert habt. Aber in gleichem Atemzug, ja, erwähnt Krishna oder Shrila Prabhupada auch natürlich Shudras oder diejenigen, die noch weniger als Shudras sind. Und auch die Vaishyas sogar. Vaishyas, genau. Die Handelnden, die Shudras, genau, die Arbeiter, die einfachen Arbeiter. Das heißt, das ist eigentlich ja, ein Großteil der Gesellschaft heutzutage. Das sind wir alle, die wenig intelligent sind. Es heißt ja sogar, dass im Kali Yuga, weil diese Gabadana Sanskaras nicht richtig ausgeführt werden, wir alle irgendwie so auf dem Level von Shudras hier zur Welt kommen. Also sozusagen sind wir da alle mit beinhaltet im ersten Moment. Ja, und lass uns schauen, was es hier sonst noch gibt. Dann gibt es noch die musische Intelligenz, die Fähigkeit, zum Beispiel Rhythmus, die Tonlage, die, ja, wie kann man das beschreiben? Timbre, was ist denn Das wäre Timbre? Farbe, vielleicht Tonfarbe Die Tonfarbe. oder Lage, auch so irgendwie Also, Stimmlage. ich glaube, da kannst du dich angesprochen fühlen als Violine-Lehrer. Ja, wobei ich dann die erste linguistische mit dieser im Zusammenhang sehe. Also ohne diese musische Fähigkeit würden wir nie Sprache lernen können, weil Sprache, die Muttersprache, lernen wir durch das Hören, nicht wahr? Also es wird immer vorgesprochen und wir versuchen dann nachzusprechen. Und so entwickeln wir dann diese linguistische auch Fähigkeit. Das heißt, es muss zuerst die musische da sein
Und deswegen, wenn die Menschen sagen, oh, ich bin nicht talentiert für Musik, das gibt's nicht eigentlich. Sonst würden wir nicht in der Lage sein zu sprechen, weil Sprache ist wie die Musik. Hier gibt es noch eine Definition. Timbre, charakteristische Klangfarbe eines Instruments, einer Stimme, besonders einer Gesangsstimme. Ja, danke schön. Ja, das ist interessant, was du sagst, Diranitai. Es gibt auch Sprachen, wurde mir gesagt, zum Beispiel Thailändisch. Da sagst du dasselbe Wort, aber in einer anderen Tonhöhe. Und schon hat es eine andere Bedeutung. Wow. Also für alle, die gerne noch mal eine Fremdsprache lernen wollen, Thailändisch. Ja, prima. Also mit anderen Worten, diese Arten von Intelligenz, wie du eben sagtest, die können sich auch ein bisschen überlappen. Ne? Diese linguistische Intelligenz mit der musischen, die sind da sehr nahestehend. Jetzt kommen wir zur letzten, nach diesem Howard Gardner, nämlich die logische Intelligenz, die Fähigkeit zu rechnen, zu ermessen, ja, wie nennt man das? Consider, also, ach so, hier, Proportions, also Proportionen im Blick zu haben, Hypothesen und um mathematische Vorgänge zu begreifen. Ja, also logische Intelligenz. Sokrates kommt mir da in den Sinn. Alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch. Sokrates ist sterblich, hat er mal gesagt. Ja, was sagst du zu dieser siebten Art von Intelligenz? Es Ja, wir ist. kennen natürlich Nyaya Shastra oder die Schriften, die sich mit der vedischen Logik befassen. Das war ein sehr wichtiges Teil vom Training, vom Gurukula-Training. Das ist ganze Wissenschaft für sich in den Veden. Man kann eigentlich ein bisschen sagen, bist du da mit mir einer Meinung, dass diese logische Intelligenz, so mathematisch kalkulieren und solche Sachen, das wird in unserer Gesellschaft heutzutage so als am meisten so als Intelligenz so betrachtet. Ich denke, wenn man so einen IQ-Test macht, die meisten Fragen, ich habe sowas noch nie gemacht, aber wäre vielleicht mal ganz interessant zu erfahren, was da einen genau für Fragen gestellt werden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das dann oft so mathematische Rätsel sind und also eigentlich ein bisschen einseitig wird in unserer heutigen modernen Gesellschaft Intelligenz wahrgenommen. Ja, es ist interessant, dass hier auch Logik nur mit irgendwie Mathematik in Verbindung gebracht wird und nicht mit dem logischen Denken. Oder Denken anhand von Schriften und so weiter, Schriften zu verstehen. Und manchmal komplizierte Zusammenhänge des Lebens und so weiter zu verstehen. Ja, also da ist mir noch, ich habe mal ein Praktikum gemacht, als ich 15 war, im Hamburger Staatsarchiv. Und da war ein Professor, der war der Leiter von dem ganzen Staatsarchiv. Und alle meinten so, Doktor, wie hieß er? Den Namen habe ich jetzt vergessen. Sagen wir mal Doktor Schröder, ja? Dr. Schröder, oh, eine große Kapazität. Und dann war ich bei Dr. Schröder in seinem Büro. Einen Tag durfte ich ihn mal kennenlernen für 10 Minuten. Das gehörte zu meinem Praktikum. Und er hatte einen Strickpullover an. Und ihr kennt das vielleicht, so eine kleine Strickschlaufe, die war so aus seinem Pullover raus ausgetreten. Also so eine Schlaufe, die war nicht mehr so richtig in dem Pullover. Und er schaute sich diese Schlaufe an, so missbilligend, nahm eine Schere und schnitt sie ab. Und dann ich war mit meiner Tante in diesem
Meine Tante hatte mich in dieses Praktikum reingebracht. Sie arbeitete dort und als sie rausgegangen ist, da musste sie dann lachen, sagte, der wird als so intelligent gefeiert, aber jetzt hat er hat er den Untergang seines eigenen Strickpullis herbeige. Es ist nur eine Frage von Tagen, dann wird ein Loch, ein immer größer werdendes Loch entstehen. Ja, kann ich mich dran erinnern. Also, der hatte wohl in einigen Bereichen ein hohes Maß an Intelligenz, aber konnte nicht verstehen, dass er, wenn er einfach so eine Schlaufe abschnitt, dass sich sein Strickpullover in wenigen Tagen auflösen wird. Ja, vielleicht wichtig noch in den ganzen Zusammenhang zu erwähnen, dass das sinnvolle Leben sehr stark die Intelligenz negativ beeinflusst. Und deswegen wundern wir uns heutzutage, wie die Menschen ticken, wie die Politiker dann Entscheidungen treffen. Aber das ist verbunden eben mit dieser Tatsache, dass die meisten Menschen sehr sinnvoll sind. Und deswegen, überhaupt um etwas Spirituelles verstehen zu können, müssen wir zuerst mal fromm werden. Okay. Also auch die drei Erscheinungsweisen spielen hier auch eine Rolle, ne? Wenn wir dauernd von der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit getrieben werden, dann drückt sich unsere Intelligenz, die auch da sein mag, aber die drückt sich dann sehr destruktiv auch aus. Zum Beispiel die Atombombe, da wird ja heute auch drüber gestritten. War das eigentlich jetzt gut, segensreich für die Menschheit, dass so intelligente Leute diese Kernspaltung verstanden haben? Oder ist es eher ein Fluch? Da kann man ja auch drüber streiten. Ja, lass uns zum Abschluss, wir sind schon in einer fortgeschrittenen Zeitphase, hier nochmal zu einem Ende kommen. Also die achte Art ist die naturalistische Intelligenz, die hat der Gartner dann 1995 hinzugefügt. Die Fähigkeit, to discriminate among living things, nämlich also die Fähigkeit zwischen lebenden Dingen, so wird es hier beschrieben, zu unterscheiden, in Klammern Pflanzen und Tiere, aber auch die Sensibilität, andere Lebewesen, ich lese es mal erst auf Englisch, the sensitivity to other features of the natural world, also die Sensibilität gegenüber der Natur, zum Beispiel gegenüber Wolken wird hier beschrieben oder Gesteinen. Vielleicht hast du da noch den ein oder anderen Gedanken zur naturalistischen Intelligenz. Das ist ja interessant, wie er das hier definiert, auf jeden Fall. Es ist vielleicht auch diese Intelligenz, die zum Beispiel schon die Menschen seit unvordenkbaren Zeiten haben, wie sie zum Beispiel etwas anbauen, etwas anpflanzen und wissen, wenn ich das jetzt be bewässere oder auch die Regelmäßigkeit, dann wird da etwas erblühen, etwas wachsen. Also einfach diese Verbindung mit der Natur. Ja, einfach wirklich unterscheiden zu können, wie ich hier verstehe, zwischen verschiedenen Erscheinungen in der Natur. Okay, wir haben diesen Stein, jenen Stein und was sind die Eigenschaften von jedem Stein, wofür kann man sie gebrauchen? Vielleicht in diesem Sinne, einfach dieses Wissen zu haben über die Erscheinungen in der Natur, über verschiedene Pflanzen, Pflanzenkunde und so weiter. Oder auch, es heißt zum Beispiel, wenn morgens viel Nebel ist hier in Norddeutschland, dann wusste man, dass es eigentlich ein sonniger Tag werden wird in den meisten Fällen, ne? Also schon anhand bestimmter Naturphänomene zu verstehen, das ist ein Zeichen, dass das dann später so und so wird. Prima, ja. Und zu guter Letzt, und das ist sozusagen unser Beitrag, eine Intelligenz, die hier vergessen wurde, das ist die spirituelle Intelligenz, die Fähigkeit, Fragen zu stellen und also Fragen über den Sinn des Lebens. Was ist der Sinn meiner Existenz? Warum bin ich geboren?
Zum Beispiel unter bestimmten Umständen wird hier beschrieben, warum muss ich leiden oder auch genießen? Warum darf ich genießen? Wieso muss ich sterben? Was passiert nach dem Tod? Wie ist das Universum entstanden? Warum gibt es verschiedene Lebensformen? Und wie sollen wir uns auch spirituell verhalten? Diranitai, was sagst du dazu? Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Also diese Devote, offensichtlich der Autor vom Artikel, macht diesen Vorschlag. Und in diesem Zusammenhang, er beschreibt auch die Welt eben ohne diese spirituelle Intelligenz. Und was die Konsequenzen davon sind, nämlich die geistliche Krankheiten, die mentalen Krankheiten, Depression und so weiter. Und darüber eben handelt auch der spirituelle Krieger 4. Diese Geisteskrankheiten auf dem Vormarsch sind, laut Weltgesundheitsorganisation und Shobhaktivedanta-Swami gibt hier nicht nur eben Werkzeuge aus der Geisteswissenschaft oder aus Psychologie, Psychiatrie, sondern gibt auch spirituelle Werkzeuge, um Depression und solche Sachen überwinden zu können. Vielleicht kannst du das Buch ja noch mal zum Abschluss in die Kamera halten. Also da geht Bhaktisiddhanta Swami genau auf diese Art der Intelligenz, die spirituelle Intelligenz noch mal ein. Ja. Ja, sehr interessant. Vielen Dank. Und er beschreibt biologische Psychologie, die nicht medikamentös, nicht mit Medikamente dann die Geisteskrankheiten heilt, sondern eben durch bestimmte Aphorismen, Lebensweisen und so weiter. Noch einen natürlichen Weg. Super. Ja, ich denke, Kiranitai, wir sind den verschiedenen Arten von Intelligenz ein Stück weit auf den Grund gegangen. Also so alles über einen Kamm scheren, du bist intelligent und du bist nicht intelligent, so einfach geht das nicht. Das wäre nicht sehr intelligent, sondern es gibt eben hier verschiedene Dimensionen von Intelligenz, die wir auch berücksichtigen sollten. Und ja, finde ich sehr Eben wenn wir interessant. das auch als Fähigkeiten sehen, dann ist dann noch klarer, dass Shudra bestimmte Fähigkeiten hat, die vielleicht ein Brahmana nicht unbedingt hat und so weiter. Genau, also eigentlich kann man sagen, ich bin ja auch als Lehrer in einer Schule tätig, habe dort mit Kindern zu tun. Und da gibt es Kinder, die lesen nicht gerne. Wenn ich sage, so jetzt üben wir lesen, dann gehen die Rollos schon runter. Und ja, manche Sachen muss ich denen ein bisschen Druck auch ausüben. Aber ich weiß, eigentlich ist es nicht so schön, weil in der Zwischenzeit gibt es eine Seite von denen, wo die Talente haben, aber die wird unterdrückt. Die wird unterdrückt, die wird in unserem heutigen Schulsystem nicht wirklich gefördert oder auch nicht anerkannt. Und das ist ja eigentlich die, also ich, um das mal zu sagen, ich setze sie da nicht sehr stark unter Druck. Ich versuche denen einfach das Lesen dann ein bisschen schmackhaft zu machen, dass wir irgendwie einen interessanten Text finden. Und mit einem Jungen mache ich das so, da lese ich immer einen Satz. Und das letzte Wort, das lasse ich aus. Und das liest dann dieser Junge. Und da ist er immer inspiriert, mit mir dann diesen Satz zu lesen. Dann versteht er auch schon, worum es geht. Und dann kann er dann im letzten Wort auch schnell den Zusammenhang verstehen und kommt dann auch schnell auf dieses Wort. Und das haben wir ein halbes Jahr lang so gemacht. Und irgendwann fing er dann an, selber die Sätze selber zu lesen, hat auch dann die Inspiration bekommen. Naja, auf jeden Fall, es gibt auch dieses Bild, wo diese Tiere, wo verschiedene Tiere vor einem Baum stehen, ein Fisch, eine Giraffe, ein Affe, und dann sagt ein Lehrer, jetzt laufen alle mal diesen Baum hoch, klettern mal alle diesen Baum hoch. Und der Affe war total begeistert, super. Und der Fisch war überhaupt nicht begeistert. Ne?
Und so ist das eben auch mit uns Menschen. Wir haben alle irgendwo ein besonderes Talent. Und die vedische Kultur ist so ausgerichtet, dass jeder seiner Natur entsprechend auch gefördert werden sollte und dann sich auch entfalten kann und auch dann einen großartigen Beitrag für die Gesellschaft leisten kann. So ist es. Prima, Dhiranitai Prabhu, dann bedanke ich mich für deinen Besuch heute und auch für die vielen Dank auch an alle Zoom-Teilnehmer, die heute so geduldig hier mit dabei waren und dass wir hier bis zum Schluss das einfach mal durchgegangen sind. Und wir können ja zum Schluss noch mal gemeinsam den Hare Krishna Mahamantra chanten. Ich habe hier meine Ukulele mit dabei. Und schaltet gerne einmal eure Mikrofone mit ein. Und eine kleine Ankündigung: Morgen haben wir die Dara hier zu Gast, die Dara aus Köln. Und hier habe ich schon gesagt, unser Thema ist, dass wir das siebte Kapitel beenden. Aber ich muss ihr gleich Bescheid geben: Nein, wir fangen gemeinsam morgen das achte Kapitel an. Und ich spiele eine Melodie aus Südafrika, weil wir heute schon den Nelson Mandela erwähnt haben. Mal gucken, ob ich sie hinkriege. Die hat auch einen Refrain, der geht immer: Give me hope, Gauranga, hope, Gauranga. Ha, Moment, erstmal den Rhythmus finden. Wie hieß die Intelligenz noch, diese musikalische Intelligenz? Ja. Mal gucken. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Hare Gauranga, hope, Gauranga, give me hope, Gauranga, till the morning comes. Give me hope, Gauranga, give me hope until the morning comes. Everybody, give me hope, Gauranga, give me hope, Gauranga, till the morning comes. Give me hope, Gauranga, give me hope, till the morning comes. And I wanna Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Alles Gute, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.